Hallo und herzlich willkommen zu Rund ums Haus TV. Heute bauen wir unseren, ich will schon wieder Carport sagen, heute bauen wir unseren, wie heißt der Ding? Eine Überdachung. Ja, unsere Terrassenüberdachung auf. Ja, die haben wir im Baumarkt gekauft und ja, da wünsche ich euch viel Spaß bei dem Video. Vielleicht, ich hoffe nicht zu viel schmunzeln, sondern mehr so, wow, los geht's. Bedienungsanleitung wäre gut. Aber es ist überall beschriftet. B3 sehe ich hier. B3? Ich hoffe, die heißen nicht alle B3. Ja. Kleinzeug drin. Cool. Weil es schön beschriftet ist. Also, es ist eine Aufbauanleitung für Blöde. Also, passend. Hier ist dann überall drauf, CC, HH, HH, B8, E9, versenkt, Treffer. Treffer? Versenkt? Ja. Fangen wir erstmal an mit Arbeitsschritt 01. So, dann haben wir irgendwie die Stütze, die sich A1, A2 schimpft. Dann müssen wir ein bisschen suchen und puzzeln. B1, W, F. Toppi! Hast du die Reaktion gesehen? Ja. Da fängt ja schon gut an. So, Stückliste. A1, A2 ist länger. A2 ist dasselbe Rohr in länger. Geht mal hoch. A2. Ha. Ein Best. Onmorgen. Hier ist A1 und A2. Ja. Komm, jetzt Füße drunter. O. O und P. So, dann braucht man die Stange B1 und B1. So. Also links H1, rechts H2. Das gehört mal so. Aber wieso sind denn da mehrere Löcher drin? Und da ist nur eins. Wenn die H sind. Spielt halt auch eine Rolle auf welcher Seite. Und hier steht H2 auf rechts und H1 auf links. Also hier laut links. Okay. Ja, dazu müsste man wissen, was vorne und was hinten ist. Q2 habe ich. Q1 und Q2 habe ich. Wo, das war hier. Was war denn S? S2 hier. Okay. Oh Gott. Haben wir da noch das linke vergessen? Keine Ahnung. Oh, kann ich wieder losschrauben oder was? Oh Gott. Ja, müssen wir alles nochmal abmachen. Ja, genau. Super. Ich freue mich. Vielleicht muss man ordentlich Wasser auf die Haare, das sag ich dir. Ich bin ja mittendrin. Von Sinnen vielleicht. Ich weiß nicht mehr, was ich hier abschrauben soll. Ja, die Schrauben, die ich gerade festgemacht habe. Mhm. Ja, das kommt jetzt auf die hintere Seite davon. So, jetzt müssen wir gucken, was kommt wie rum oben, das. Was ja, müssen wir mal erstmal zusammenstecken, ob das passt. Das geht nur auf eine Art und Weise. Da steht aber AA. Ach nee, von außen. Von hier. Da. Ah ja. Zwei kleine. Ja, wenn du festhältst, kann ich das machen. Du kannst nicht festhalten, du kannst so lassen. Das fällt aber. Wow. Das legen wir dann auch wieder hin. Es kühlt wieder hier rum. Guck mal, dich gibt es zweimal. Q1 und Q2. Du meinst IQ. Nee, obwohl IQ 1 und 2 wäre auch ein bisschen blöd. Obwohl.
Geht der da was schneller, oder? Ja, aber ich hab so einen Spaß, hier so rumzuhocken. Und da mach ich lieber was langsamer. Dann hab ich mir ein eigenes Geschrei gehört, wa? Ich dachte nur, wo es regnet. Kannst du ja mal versuchen, deine ausgeschlagenen Zähne mit den gebrochenen Fingern aufzuheben. Hallo, hallo. Weiter im Text. Ja, aber guckst du im Plan, du hast doch eh nicht. Junge, 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 Junge. Guck mal, ich schiebe immer die Kamera hin und her. Ja, das ist gut. Du bist die Kamerafrau. So, das haben wir gemacht, das ist verschraubt. Näher ran. Ja, C1 und C2, das waren doch hier so. So, hier gibt es bestimmt auch ein oben, ein unten. Das ist relativ. Eieieiei. Wie geht das da? Ich weiß, dass das innen ist. Das habe ich im Baumarkt gesehen. Ist das hier unten oder ist das unten? Das hier ist unten. Nur das hier so rum auf die Seite kommen. Die Detailzeichnungen sind aber total schade. So will ich das haben. Das so davor wird drauf. Wieso geht das abwärts? Ja, muss doch abwärts gehen. Na hier. Geht so runter. Das ist falsch rum. Na klar, na klar. Das Ding steht falsch rum. Muss das nicht nach rausgucken? Aber das hier guckt nach unten. Das muss eigentlich so nach unten oder nach oben gehen. Das sagt hier auch runter. So wie das Dach ist. Also gehe ich davon aus, dass das gedreht werden muss. Wenn das Dach, das muss siehst du, das Dach hat ja einen Überstand. Ja, aber das muss doch nach oben gehen. Ja, es geht aber nicht nach oben. Nee? Hab ich dir gerade gesagt. Okay. So, jetzt müssen wir den ganzen Spaß einmal drehen. Ja, stimmt, das geht auch nach unten. Einmal hoch und dann drehen wir uns. Aber jetzt geht das Ding nach hier, ist doch richtig. Ja, das sagt Überstand, das Dach. Und hier vorne ist noch Regenrinne dran. Ah, okay. Ich hab das gar nicht gesehen. Ich verstehe das nicht. Kommt die Mauer näher ran? Ist das so? Ja. Das sieht gerade aus. Nee, jetzt siehst du an den geschnittenen Steinen davor. Ja, hier siehst du so. Ja, auch die Steine, die kleinen Steine, die da reingepflegt worden sind. Die werden immer größer. Das ist das, was das hier reinläuft. Also steht das Ganze danach ein bisschen so. So, wir haben jetzt das Problem, dass der Hof, also die Wand da, die läuft so ein bisschen schräg rein. Stört dann da oben am Dach. Jetzt habe ich da so ein Stück Gummi hingeklebt. Das ist normalerweise so Entkopplungsband. Da ja heute Sonntag, ja, so Entkopplungsband, ne? Weil heute Sonntag ist und ich kann da oben nichts vom Dach wegschneiden, biegen wir das jetzt einfach so ein bisschen hoch und stecken das dann so dazwischen. Das Dach wird ja so ein bisschen drüber ragen, von daher denke ich mal, ist alles dufte. Sollte es später nicht gut sein, werde ich dann im Nachhinein noch was absägen. So denn.
Also wir müssen jetzt da wieder ein Stückchen raus, damit wir da wieder reinkommen. Und ich gehe jetzt mal hier. Du gehst raus. Wie ein alter Mann. Ne? So. Aber doch dazwischen nicht gleich. Habe ich doch gesagt. Ja, ganz genau. Weil ich war nämlich verdutzt, weil hier sind jetzt diese Schienen, wo die ganzen Dinger drin laufen müssen. Das muss ja auf beiden Seiten sein. So, und das ist selbsterklärend. Der muss natürlich so herum. Pass auf deine Finger auf. So, gibt es da einen vorne und einen hinten? Ja, die sind anders geschraubt. Siehst du? Vorne, du hast da vier Löcher, ja. Ich habe hier zwei und nochmal zwei. Ja. Dann würde ich sagen, ich würde sagen, das hier ist hier vorne, würde ich so behaupten. Und dann muss dann so rum. Ganz genau. So kann ich es nämlich von hier unten da dran schrauben, da oben drauf. Ach, das muss da oben drauf legen? Ja. Ah, okay. Dann legst du da oben drauf. Ich glaube, wir haben auch die Kreuze falsch rum, oder? Die Laschen zum Anschrauben. Kann das sein, dass das außen hoch steht? Ja. Ich könnte kotzen, ne? Ach, die hier? Ja. Das läuft hier runter, ja. Und vorne geht's hoch, oder? Ja. Ist genau falsch rum. Ja. Da ist man hier drei Stunden dran und da stehen hier gerade noch diese Dinger, oder? Das ist wohl wahr. Ich denke, Gott. Wieso ist denn jetzt schon hier? Ich hätte es halt nach hinten anschrauben müssen. Die Schraubenlöcher hier, die hier, die müssen da hin. Das ist ungefähr. Hier ist ja nicht. Wenn du das hier hinsiehst, das ist doch viel länger als das da. Guckst du, das ist genau, wie lange da ist. 45. 38. Bist du ein Lindfisch, ey. Von da hinten sah es aus. Ich hab dich noch gefragt. Ja. Ja, jetzt brauche ich die Schrauben im Moment nicht. Jetzt kann ich die erst wieder rausmachen. Du arbeitest doch mit dem Geiger zusammen. Gib's doch zu. Ja, wir arbeiten gegen dich. Ja, ich glaube dann auch. Mann, ey. Oh, jetzt ist die Schraube hier verkriegsknaddelt. Gibt's Probleme? Kannst du mal leicht hier vorne gegen den Pfosten drücken? Die ganze Zeit oder kurz? Ja, drück mal. Wie willst du das denn? Komm weiter. Nee. Lass los. Ja genau, jetzt musst du das gleich da drüber drücken. Geht doch nicht. Ha? Ich finde, geht doch nicht. Ich finde, geht doch nicht, Schatz. Nein, jetzt. Soll ich die Brille geben, oder? Nee, ich kann da gar nicht hingucken. Ach so. So ein Spiegel brauchst du jetzt, oder was? Ich weiß nicht, wo ich hin muss, weißt du? Stimmt aber nicht. Ich will nicht. So, ja, im Video haben wir es nicht gezeigt. Eben ist die Kamera ausgegangen. Wir hatten die Seitenteile natürlich vertauscht. Jetzt haben wir das alles zurückgewechselt. Hat uns wieder, ich glaube, eine Stunde, ja, bestimmt eine Stunde gekostet, erstmal drauf zu kommen und das dann zu tauschen. Ja,
Jetzt geht's weiter. Ja, das hätte auch irgendwo früher stehen können, ne? Jetzt muss ich oben die Schrauben wieder rausmachen, die ich eben reingemacht habe. Das ist total sinnfrei. Ja. So, da muss ich mal drei Seiten weiterlesen. Das ist bescheuert eigentlich. Machen Sie die rein und dann machen Sie wieder rauf. Leider raus, die ist so ganz leicht. Oh Gott, ja schön. So. Hast du irgendwo was dran stehen? Da sind Rippchen dran, hier sind auch Rippchen dran. Bei mir steht aber nichts drauf, G1, 2, 3. Okay. G3 steht hier drauf. Ach, okay. Auf dem Bildchen steht drauf, G3 reinschieben. Es ist egal, welches wo ist. Das stimmt. G3, G2, G1. Ja. Aber was ist vorne und was ist hinten? Teppich. Für mich sieht das hier vorne gleich aus. Ah, einfach einschieben. Ach so, in welche Rille kommt das? Oben? Ganz oben? Unten? Ganz oben, ne? Ich würde sagen, die erste, ja. Ganz oben? Ja. Ja, muss, nee. Oder, ja, doch, klar, muss ja auch. In die oberste Rille da. Ich bin drin. In die oberste, ne? Ja, aber ich habe hier wieder diesen Knöchel da. Ach, das ist der Stopper da rein, ne? Ja. Bevor uns das da rausrutscht. Ja. Jetzt aber. Jetzt habe ich es begriffen. Ist das so? Glaube ich. Unglaublich, da werde ich hier misshandelt. Boah, das ist ja wie immer. Wir müssen zu dir rüber, ne? Wir müssen zu dir rüber. Ja, dann komm doch. Schatz, wir müssen weiter zurück und zu dir rüber. Ja, du musst auch sagen, weiter zurück. So, jetzt machen wir den zweiten Trick auch hier rüber. Hier fertig, fest, dran, rein. Dran, rüber, fest, rein. Da, dran, da, durch. So, dann machen wir das auch schon. Okay, das war alles falsch. Ich hätte das extra noch ein Bild drauf, so ein durchgestrichenes, weißt du, so nicht. Ja, das ist vorne. Das ist die Blende hier vorne, dann ist die Ecke wieder. Ja, das ist da vorne. Ja, das rauskommt. Das ist doch die Ecke, die hier. Nein. Ja, genau. So was machen, wie ich das sage. Okay, ich wieder falsch machen. Nein. Außerdem fängt die Kamera das gerade nicht ein. Ja. Das ist nicht shitty. Nee, ich bin nicht shitty. Du hast die ganze Zeit shitty gemacht. Das ist aber viel mehr shitty. So. So, wie kriegen wir denn die Dinger da oben festgehalten, während wir die Schiene da hochtragen zum Transschrauben? Da ist ein Eck. Und sag nicht schon wieder, das musst du selber machen da. Komm, schön die Hufe. Wo musst du denn noch? Na, ganz oben? Nach unten! Okay. Meine Güte, ey! Was muss denn dazwischen stecken eigentlich? Das muss ja gar nicht weg. Der bleibt da. Ja, nimm den gesteckten Besen mal andersrum da hoch. Andersrum und dann lass den einfach hängen. Das ist quer. Quer den Besen. Ja, Mann, oh! Du bist nun mal scheiße, da muss ich dir das auch sagen. Jetzt lass es doch hängen! Nee! Lass es doch hängen! Mann, oh! Wie machen wir den Weg vorbei? So, was ist hier hoch? Alte Krücke. Ich sehe nichts. Schatz, in das untere. Da komme ich nicht an den Weg vorbei. Wie kann man nur so sein? Da hinten fest. Ja, bitte. Ja, du sollst doch festhalten! Ja. Ja. Ey, bin ich wieder raus! Mann! Oh. Entschuldige, dass ich so klein bin! Ja.
Jetzt kriegst du natürlich auch nicht hochgehoben, ne? Ja, ich muss ja den Leiter nehmen wahrscheinlich. Wenn ich lieber eine Frau von 1,90 habe, dann hast du sie nehmen sollen. Also dann ist wieder die Scheißecke hier. Ja, die passt zu dir. Wo muss ich denn dort hin? Ja, da drauf. Ach, das geht doch hier mit. Ja, dann mach das. Nee, mach nicht ab. Ja klar geht das, man muss das nur wollen. Oh Schatz, komm da runter, geh weg. Was los? Runter. Runter von meinem Kletterturm. Gehen Sie verdammt nochmal runter von meinem Kletterturm. Runter von meinem Kletterturm. Runter. Rüber auf die andere Seite. Ja, wenn alles gerade ist und sowas, dann geht das irgendwie schon schneller. Und wenn man alles direkt ist. Ja, den Schuss haben wir nicht ganz drauf, da ist der Akku leer gegangen, haben wir nicht mitgekriegt. Es war nicht ganz unproblematisch, weil wir zu wenig Platz hier vorne in der Blende haben. Das sieht man auch am Abflussrohr da hinten. Naja, da hätten wir was wegstemmen müssen. Aber heute ist Sonntag, heute fällt Stemmarbeit aus. Und ich denke, das bleibt auch so. Ja, ist auch schön geworden. So, jetzt zeigen wir euch mal den Clou von dem Ding. Na, so kann man das Ding schön aufschieben. Wenn man dann Luft und Wetter haben möchte, das kann man natürlich hier auch machen. Tada. Die zwei Fächer, ja, wenn man es nicht mehr haben möchte, dann macht man es wieder zu. Jawohl. Ja, ich hoffe, wir konnten genug einfangen, wie problematisch das dann doch war. Ja. Wir haben jetzt 5:30. Ich weiß gar nicht, wann wir angefangen haben, aber so 6-7 Stunden haben wir bestimmt ja, gebraucht. Ja. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Lasst uns einen Daumen da für das Chaos-Video heute. Und kommt wieder Donnerstag 17:30 und bis zum nächsten Mal. Madet Jod. Schwing der Hut. Das war blöd, das will ich nochmal. Ich bin so platt, ne? Ich kann keinen Gedanken mehr fassen. Ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, Dann sehen wir uns beim nächsten Video, Donnerstag 17:30 und bis dahin, macht Jod. Ich bin Not. Warum mache ich eigentlich immer so? Nochmal. Ja, dann gebt uns einen Daumen nach oben für dieses tolle Video. Ich bin schon wieder raus. Nächstes Video 17:30? Ne. Dann gebt uns einen Daumen hoch für dieses Video. Dann sehen wir uns beim nächsten Video. Donnerstag 17:30. Und bis dahin, macht's gut. Schwingt Haut.